Hallo! Da sind wir. Hallo! Hallo, schön, dass ihr alle da seid! Ja! Ja, so! Bei der zweiten Runde Baldur's Gate! Gate, 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 Gate! BG! Wie Fachleute es nennen. Okay, ich weiß gar nicht, wo wir hin wollten. Durch die große Tür oder durch die kleine Tür? Übers Dach hier raus? Durch welche Tür auch immer. Das ist mal eine sehr, sehr gute Frage, Jusen. Aber ich wollte erst mal gucken, wo ich meine Zauber machen kann. Hier. Ja, ja. Okay, jetzt muss ich erst mal das Menü verstehen. Meine Angriffe, Dings. Okay, das... Wie kann ich die denn auswählen? Muss ich da ein anderes Menü gehen? Das war hier dieser Fallenraum. Ich würde einfach nur schnell zu diesem Sarkophag rennen und das die Waffe holen. Okay. Bleibt ihr am besten hier? Jo. Bitte nicht sterben. Ah, ich versuch's. Scheiße. Sehr schön. Okay, jetzt bist du im Kampf, oder was? Muss ich danach mal gucken, wie ich das mit den Zaubersprüchen mache, sonst kann mir David vielleicht helfen. Wo sind denn die Gegner? Ich bin gerade im Kampfmodus. Nein, das ist der rundenbasierte Modus wegen den Fight. Ach so. Okay, ach so. Sagt's, okay. Seht ihr da hinten, ne? Ja, ja. Das Boom, Boom, Knall, Boom, ja. Ja, Boom, Boom, Knall, Boom, genau. Krasser Scheiß. See. Aber ich hab das, ich hab die Waffe gekriegt. Auf jeden Fall. Ja, nice, Alter. Muss noch mal gucken, was das war hier. Ein Wurfspiel oder was? Nee, Leitfarben des Beobachters. Wie macht man das mit den Zaubern, David, dass ich die picken kann? Leitfarben, also, dass ich die mit drin habe. Leertest, hier Tab. Ja. Tab. Zauberbuch. Dann Zauberbuch. Genau, dann kannst du die Sprüche da raus x'en und reinmachen, die du haben willst. Ja, der Leitfaden des Beobachters wäre doch für dich eigentlich ganz gut, oder? Shaolin? Ja, mein Rapier macht ein bisschen mehr Schaden. Aber der hat nochmal extra Dinger, also der Leitfaden. Ja, ja, ich weiß, aber wenn er das Ziel verfehlt quasi, ist der nächste ein zielsicherer Schlag. Aber das kann ja auf dich denn, oder was? Nee. Oder auf ihn, auf den Gegner denn? Auf den Gegner, ja. Nein, das wäre doch nicht verkehrt. Aber das kann ja David sowieso zaubern. Ja, okay, stimmt schon. Dann nehme ich lieber meine 4 bis 11 Schaden. Okay. So, Beavis Butthead, wo lang? Ich weiß gar nicht, wo es gerade ausging. Kann ja mal gucken, ob ich die Tür geknackt kriege hier. Achso. Oh, du bist durch. Ist da irgendwas, oder? Ein Speiseraum. Ah, zu dir. Okay. Ah, von hier sind wir gekommen. Ah, ja. Eine andere Reihenfolge. Genau, also geht's jetzt nur noch nach links. Das stimmt, hast du gut erkannt. Lord D. Hab ich. So, die muss ich knacken, ne? Ja. Und wie mache ich das bei den Zaubertricks, David? Da kann ich noch nichts machen, wa? Da kannst du nichts machen, ne? Achso, nee. Ach, okay. Mit dem Schlüssel konnte ich es machen. Und wie verteilt man beim Level ab Punkte? Ja, nochmal auf dein. Ne, du hast kein Level ab aktuell. Okay. Ich glaube, da vorne ist ein Gegner, oder? Der da liegt. Ne, die gehen noch erst, wenn wir da hinten auf den Knopf gedrückt haben.
Kannst du dich erinnern? Ja. Achso, Leute, soll ich euch mal sagen, wie man aus diesem, wenn er, ein Gegner dich da nicht dran ist und du ja denn von ihm weg willst, haut er ja nochmal zu, ne? Mhm. Wie man da rauskommt, ohne dass er dich haut? Mit dem Rückzug, oder nicht? Nee, du musst rausspringen. Ah, okay. Also Sprung einsetzen. Nee, nur. Ohne Silberkette. Wissiger, was ich mal als erstes verkaufen werde. Gut, wir können mal da hinten kicken. Ich weiß nicht, ob Spurt zum Beispiel auch geht. Ach nee, Stoßen. Das geht auch, aber dazu musst du halt genug Stärke haben, ne? Den wegstoßen, ja. Genau. Nicht den Knopf drücken, Peiler. Drück hier gar nichts. Und in der Stadt nichts Rotes nehmen. Das sind so die zwei Grundpfeiler. Wart ihr hier in der Ecke schon? Aber hier ist nichts weiter, oder? Ja, ich habe die Kiste da hinten schon durchgestöbert. Okay, hier war auch schon eine. So, also ja, den Knopf, den drück ich am besten, ne? Weil ich habe ja die meiste Initiative und die meiste Dings. Okay, bevor wir uns... okay, David, bleibst du da oben, oder was? Ja, Jusen, stell dich mal hier oben in die Mitte, vor den Typen gleich, wenn der aufsteht, dass du ihn gleich umhauen kannst. Genau, also Peiler für dich, diese toten Krieger und die du hier alle siehst, wenn du Alt drückst. Ja, ja. Die stehen jetzt gleich alle auf. Okay. Also positionier dich mal am besten so. Den hast du gemeint, oder David? Der steht auf. Du kannst ein Stück näher, hier obwohl. So. Naja, von erhöhten Positionen ist für mich eigentlich am besten, aber hier oben ist ja auch einer. Naja, dann geh am besten da drüben zu David und Husen. Erstmal. Na, oder da, wo der eine in der Mitte liegt. Na, da, wo einer in der Mitte liegt. Ach so, ich meine, den David und David übernimmt nur uns ein bisschen. Das war ein bisschen. Stell dich mal hier oben bei mir hin. Ist egal, ich geh nach oben. Weil hier oben steht er auch nochmal einer. Ne? Der hat 28 Leben, der Krieger hier. Das ist der. Der Boss von denen quasi. Ja, aber da würde ich die. Na, das ist schon wieder zu weit weg, Peiler. Guck mal. Warum? So passt. Also, dann steht er bei Jusen auf. Jusen macht den hier vorne gleich platt. Den hier in dem Kleid, der hier neben der Fackel liegt, oder was? Na, da wo ich stehe, hier. Den hier sollst du platt machen. Obwohl, du kannst eigentlich auch den hier oben platt machen. Dann kannst du von da aus gleich. Oh, den habe ich ja noch gar nicht gesehen da oben, okay. Genau. Naja, dann, hier sind noch ein paar verteilt. Dann macht Peiler macht den hier drüben. Nee, hä, warum so weit weg? Du bist doch ein Nahkämpfer. Da steht offen, dann haust den gleich um. Und Peiler kommt hier hin, macht den platt, wo ich jetzt hier stehe. Achso, das wird. Okay, Peiler, du gehst da hin, den ich wollte. Du gehst jetzt zu der. Ich mach den hier, oder was? Genau. Peiler macht den hier oben. Den hier, wo ich stehe. Okay. Weil Jusen kann dann gleich runtergehen und den Dicken abfangen. Und ich mach den hier oben platt. Weil okay. Alex hat bei sich ja. Alex, du weißt da oben, dass da eine Ecke auch bei einer bei dir ist? Ja, genau, den rechten, ja. Aber ich wäre auch mit auf den Boss unten gegangen. Wahrscheinlich. Naja, wir erstmal die Kleinen tot machen, sonst greifen die uns die ganze Zeit mit an. Ja. Mal gucken. Doch weniger Züge für den Gegner in dem Fall, ja. Also und Jusen erst buffen, dann angreifen, okay? Achso, und David, ich habe auch eine so eine Fähigkeit, die ohne dass ich rasten muss, wo ich mich einmal erholen kann, um so einen Zauberspruch aus dem Zauberbuch zu machen. Ja, wie gesagt, die gehört nämlich zu meiner Rasse. Jede Klasse, jede Rasse hat da sein eigenes Ding. Jede Klasse, jede Rasse. Eine klasse Rasse. Oh, da stehen auch noch mal ein paar mehr auf. Ups. Die sind, glaube ich, die ist nur eine Videosequenz. Oh, hell. Okay, ich nehme den hier vorne auf jeden Fall, habe ich gehört. Oh, immun gegen Gift schauen. Na, das ist doch schon mal super. Der ist down. Peter, soll ich mit zu dir kommen oder soll ich runtergehen erstmal? Leben hatten der 10? Nö, ich denke mal, das kriege ich alleine hin. Aber dann ich bin noch nicht dran, also der ist vor mir dran. Ne, er ist nach mir dran. Okay. Sollte kennen. Toter Krieger. Aber hier hinten, also links von dir, steht auch noch einer, ne? Zack. So. Ich habe bei dem links von mir? Ja, stimmt. Dann gehe ich. Ja. Den übernehme ich dann noch, den da oben. Ja, ich habe bei dem Dicken unten schon mal 13 Schaden gemacht. Ich komme erstmal Richtung Treppe, okay. Und dann mal gucken.
was als nächstes passiert. So, Zug beendet. Oh, Spurten, okay, der kommt zu dir. Kommt zu mir, ja. Noch ein Plattpfeiler. Sofort. Was benutze ich denn dafür? Nee, das hier hinten einzusetzen macht keinen Sinn. Deswegen. Nee, das muss alle 10 Züge hier nehmen, den normalen. Naja, 5. Kann ich jetzt noch schießen? Nee, leider nicht. Da springen kann ich noch. Du kannst hinlaufen und ihn schubsen. Ich springe. Hui! Schön. Hihi! Jetzt rennt er weg. Das ist ja auch geil. Okay. User hat sie getroffen. Das musst du rausspringen. Oder willst du da? Ah, okay. Der Steuerung und der Kameraperspektive so wirklich klar. Oh, jetzt ist Hüsen, okay. Wartet ihr jetzt alle nur, oder? Sprung geht leider auch auf Bewirklichkeit. Ich habe mal probiert zu gucken. Aber gut. Müssen wir anders machen. Das Sprung verbraucht eine Bonusaktion. Ja, aber auch Bewirklichkeit, wie ich gesehen habe. Ja, ist ja klar, du bewegst dich. Ging ja bloß daraus, um aus dem Feld rauszuspringen, damit der Gegner nicht nachhakt. Genau. Wenn du weit laufen willst, musst du Spurten machen. Ja, den kann ich aber nicht mehr zuschlagen. Dann kannst du nicht mehr. Es geht ja da auch eher ums Weglaufen, nicht ums Hinlaufen. Ja, so bist du ein paar weit weg. So wie ich bei der ersten Session. Okay, mal kicken, ob wir das überleben, Freunde. Aber unten, guck mal, über deiner Leiste siehst du jetzt doch noch diese 2 Punkte. Über meiner Leiste? Die da. Die leuchtenden. Die, genau, das, das ist deine Zauberspruch. Weil du mal gesagt hast, oben. Ich guck hier oben mir einen Ast, Alter. Nein, und frag mich, wo das ist. Genau, und da hast du deine ganzen Sachen und dazu steht, wie oft du die hast und wann die sich wieder aufladen. Und hier, das ist dieser Zaubertrick, genau. Und da kommen aber später noch mehr dazu, beziehungsweise auch noch mehr Punkte. Also ich habe zum Beispiel später noch Reaktion und Tier verwandeln und sowas alles. Hm. Genau, und da musst du mir mal. Wo versteckt er sich? Da vorne. Ansonsten alles, was Aktion und Bonusaktion ist, kannst du die ganze Zeit immer raushauen. Ja. Das andere lädt sich dann halt immer erst später nach. Gut, der ist hinüber. Wo sind sie noch? Safe. Alex ist da unten. Da unten ist noch... ist bei Jusen ist noch einer und bei Alex ist noch der Krieger. Ja, dann bewege ich mich noch. Aber der Krieger, bei Jusen ist gleich dran. Den Krieger habe ich fast tot. Also wenn du den... Ne, den kriegst du nicht mehr tot hier bei mir, oder? Ich habe ja keine Aktion mehr, Jusen. Achso. Mach du mal den Schreiber da. Wenn man zweimal schießen könnte, wäre cool. Ich mach den Schreiber gleich, ja. Wenn du unterschiedliche Aktionen. Also, es geht später auch. Du Hurenbock, Alter. Ein Angriff als Bonusaktion hast. Da könntest du ja auch nochmal nachgucken. Da muss auch erstmal ein paar Level machen. Level 3 oder 4 sein, dann geht da wesentlich mehr. Alex, warte, ich kann nicht buffen. Mhm. Oh, scheiße. Nee. Aber meinte, ich komme nicht, oder? Weil da alle Ziele im Nicht werden sichtbar und, vielleicht sind wir zu weit weg. Ah, nee, warte, hier, Digga. Muss hier erst um die Ecke laufen, so. Dann kann ich das machen. Dann gib mir eine Packung, Digga! Mach fertig! Oh, fuck. Scheiße. Warte. Jusen kommt bestimmt nicht bis da nach unten gelaufen, wa? Das dauert noch ein bisschen, wenn denn. Aber es ist mein nächster Weg. Okay. Genau, komm mal zu uns. Ich hab mich zurückgezogen.
Das ist sehr schön. Da kann ich. Okay, doch. Vielleicht. Na, nein, nur ein. Das geht ja. Dann kann ich doch nicht was wirken, wie ich es mir gedacht habe. Was könnte ich denn noch? Wie viel Leben hat denn der Dude noch? 7. Hab ihn leider nicht getroffen. Macht wenig Sinn, das müsste ich noch behalten. Dann musst du gucken, also dieser zielsichere Schlag ist halt immer nur für Angriffswürfe. Nicht was Angriffswürfe, Rettungswurf, Angriffswurf. Mein Eissplitter ist ein Angriffswurf. Naja, bei Kältestrahl ist, glaube ich, der Vorteil gewesen, dass sich die Fläche um den Gegner herum einfriert. Also kannst du nicht nur den Gegner einfrieren, sondern hast doch eine Eisfläche auf dem Boden. Ja, aber du machst keinen Schaden, also den kannst du ruhig benutzen für Alex. Und du hast einen zielsicheren Schlag, ist ein Angriffswurf quasi. Das ist die Frage, untersuchen kann ich den Dude von hier hinten nicht, ne? Doch, du kannst Rechtsklick einfach drauf machen und dann untersuchen. Okay. Der ist resistent gegen Wucht und Gift. Gift. Und aber nicht irgendwie verletzlich gegen irgendwas, ne? Also es ist theoretisch egal, was ich nehme. Ne, komm, wir machen nochmal Feuer. Oh, du hast auf Alex geschossen. Nee, doch nicht. Nee, das war der Gegner. Ja, ja, stimmt. Da passe ich jetzt immer gut auf. Ich will nicht nochmal einen freundlichen Computerkameraden umbringen. Keine Ahnung. Okay, ihr seid da. Dann bleib ich mal hier oben in der Mitte einfach stehen. Und es könnte dann gerne in meine Richtung locken. Okay, hat sie erledigt. Ja, geil, das. Ach, siehst du, ich habe das ja noch nicht eingestellt mit den Werbungen. Okay, in 30 Sekunden kommt eine Werbung, Leute. Bloß für euch da draußen. Ja, können wir die ja in der Zeit looten. Genau, vergesst nicht, die zu looten, ja. So, willst du mal mit dem reden, mit dem Skelett da drin, oder? Machst du bestimmt da, ich werde da fast reingelaufen. Na, ich hab. Weiß halt, musst du nicht. Lass mich raten, David hat schon alles gelootet. Oder lieber unterdrücken. Nee. Nee, lass mal David da. Oder Pilar von mir aus. Kann auch usen, mir wurscht. Entscheidet jetzt. Nee, ich hab schon zweimal mit dem gelabert, deswegen. Ach, der Typ ist das. Ja, genau. Die Vasen habt ihr auch schon alle, wa? Okay, ich glaube, wie gesagt, ich mach das so wie letztes Mal. Ich loot einfach gar nicht, weil immer alles leer ist, wo ich rangehe. So, einer muss jetzt dann in die Kammer gehen. Das Pilar quatscht. Muss ich hier einmal rumlaufen? Nee, der da hinten in die Kammer. Rechts. Hinten links. Da, wo der Knopf war. Achso, nee, bei dir ist es rechts. Okay, ja. Ne, da, wo der Knopf war, oder? Ja. Da lang, oder was? Genau, ja, gerade genau, dazu da und dann rechts rein. Rechts. Da kannst du auch noch looten. Meinst du? Uiuiui. Amulett der verlorenen Stimme. Nekromantie-Zauber der dritten Garde. Leg das mal gleich an. Leg das mal gleich an, bevor du da in den Sarkophag gehst. Jo, mach ich. Sehr gut. Hab ich. Jetzt kannst du an den Sarkophag ran hier. Färbemittel. Oh, hab ich das jetzt gesoffen? Jetzt bist du blau. Nee, dann wäre ich braun. Ein Schlumpf. Aber sonst ist hier nichts mehr irgendwo drin, ne? Nee. Kamera einmal turn, bitte. Dankeschön. Oh, wir müssen gar nicht zum Lager gehen. Du kannst Rechtsklick drauf machen und an Lager senden gehen. Mhm. Der Boy sieht nicht mehr so fresh aus. Und ihr lasst mich mit dem alleine. Achso, der Typ ist das, okay. Also der ist cool eigentlich. Der ist lieb. Sieht aber nicht sehr lieb aus. So he has spoken. And so thou standest before me. Right.
as always. What a curious way to awaken. Now, I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life? Was sagt Alex? Hat er schon. Und vierte. Achso, dann fehlt David noch, ne? Okay. Because that would be senseless. Wilt thou answer my question? Wollen wir antworten, nicht? Ey, wir könnten ihn sogar angreifen. So, I ask again. What is the worth of a single mortal life? Okay. Na, ich bin Kämpferdekan, das ist natürlich so meine Antwort. Aber du bist ja dein Charakter, das musst du nur am Ende entscheiden. Kannst auch viel nehmen, das wäre immer noch lieb. Oder auch 5. Hier und 5? 4 oder 5 ist auch lieb, ja. 5 oder 4? Husen spendiert mir ein Bier. I am sure thou believest as such. Very well. I am satisfied. We have met and I know thy face. Okay, woher kennt er dich? See each other again at er sieht dich doch gerade. Time and place. Farewell. Sehr gut, Peiler. Wir haben einen neuen Verbündeten. Homie. Ein Zauberer-Homie. Er weiß, am Ende stellt sich raus, das ist mein Ur-Ur-Ur-Ur-Opa. Vielleicht ist es dein Opa-Ur. Er ist doch nur der Opa, der eine Uhr trägt. Ein uriger Opa? Wer hatte jetzt Weisheit? Ich hatte Weisheit. Ach ne, wo sehe ich das? Jusen muss ja das Buch aufknacken, wa? Ja, Jusen muss da einmal gegenhauen und danach muss der mit Intelligenz das, glaube ich. Achso, ja, mach ich. Fahren. Wo sehe ich das denn? Wenn du I drückst. A strange coin. I wonder what it's worth. Oh, Paladin. Okay, habe ich ja nicht. Baba Stärke. Machen wir das wieder. Okay, steht bei mir nicht da. Okay, 14 muss ich erreichen. Hat noch jemand einen Skill vielleicht übrig? Nur für alle Fälle. Aber ich habe 2 Würfe, also 15 ist eigentlich möglich, oder? Warte, ich guck dir zu, ich kann dir helfen. Ich kann dich buffen. Das wäre lieb. Sicher ist sicher. Nee, musst du vielleicht nochmal quatschen, geh mal kurz raus. Ich kann dich nur. Kann ich jetzt einfach rausgehen? Okay. Weiß ich nicht. Nee, kann jetzt nicht rausgehen. Okay, dann kann ich dich nicht buffen. Okay, dann 15 muss ich erreichen, dann let's go. Wir sind jetzt verkacken. Oh, hab 18. Nice. Plus 3, läuft doch. Wir sind verkacken. Dicker, ich hab 21 und musste 15 nur schaffen. Das Ding ist offen. Wir sind verkackt. Einfach mit dem Kopf gegen so, oder was? Oder was machst du normal? Achso, er boxt einfach gegen, okay. Sie boxt einfach gegen. Okay, das Ding ist offen. Buchstaben. Kenn ich nicht. Gut, das Ding ist offen. Viel Spaß. Religion ist jetzt aber eigentlich wichtig, habe ich gesehen. Ja, ich glaube, auf Religion muss man würfeln, ja.
Aber wo sieht man, dass man Religion hat? Ja, ich glaube, das ist in einer Charakterbeschreibung. Religion siehst du... Ich habe minus 1 bei Inventar der Kopf. Bei Inventar der Kopf. Bei I. Achso, ich habe Religion sogar... plus 3. Oh, man kann das sogar für alle sehen. Ah, okay. So macht man das. Ich habe plus 2 tatsächlich. Religion minus 1, okay. Ich habe auch gesehen, wir hätten am Anfang, glaube ich, diese ganzen Punkte auch noch austauschen können, ne? Ja gut, jetzt wenn jemand was mit plus 1 hat, auf Standard. Wenn jetzt ja, klar, jemand aber, plus 1 hat, kann er mal das Buch probieren, bitte. Ja, ja, aber ich, irgendwas kannst du da ja nicht probieren, leider. Na doch, Alex, Religion wird jetzt gefragt, du musst das Buch nochmal anquatschen. Hab ich doch. Achso. Aber ist nichts passiert. Achso, dann muss ich das machen, oder was? Oder geht das gar nicht mehr? Das hat man letztens auch gehabt, leider. Schon leer. Lass mal das Buch nochmal fallen, wir können es nochmal probieren, aber ich glaube, das war dieselbe Ausgangsposition. Ich gucke gerade an immer. Also passiert nichts, wenn ich es lese. Ich kann es nochmal fallen lassen. Vielleicht dürfen wir dann wirklich nicht rausgehen. Nee. Vielleicht musst du dann eine Person durchziehen. Ja, da hättest du vielleicht durchziehen müssen, ja. Naja, ist halt so. Dann nimm's mit und dann ist gut. Wir rennen da gerade vor. Was macht ihr denn da? Bitte, ich hab da erwartet, was ihr hier mit eurem Buch und so was macht. Naja. Ja, gar nichts. Das Buch ist durch. Ja, wir sind hier einfach vorrennen. War ja nicht. Nee, dich. Du warst fast auf der anderen Seite der Karte, aber ist okay. Ja, ich hab nur die Leiter schon mal runtergeholt. Warte hier für euch. Gar kein Unterschied, oh, okay. Alex ist voll der Runterhole. Ich hol alles runter, Digga. So. Pyros, falls du Zeit findest. Ich laufe schon. Okay, nicht Richtung Lichter, in die andere Richtung. Nein, nicht im Wasser unbedingt. Was hast du denn gegen das Wasser? Nein, nix, aber... Hilft ja doch nicht. Oh, hier ist ein Erdhaufen. Haben wir eine Schaufel gefunden schon? Noch nicht. Wieso warum hast du keine Schaufel gefunden? Hä? Warum nenne ich schon wieder Icke? Weil Dienstag ist. Nee. Heute ist nicht Dienstag. Auf jeden Fall noch was in den Grafikeinstellungen machen. Im Stream fällt es zum Glück nicht ganz so doll auf, aber... Bei mir ist Donnerdienstag oder was? Donnerdienstag? Ja, halt. Also bei hier wieder alle klar. Ja, gehen wir wieder zurück und einen anderen Weg oder wo ist der Plan jetzt? Ja, zu Alex. Ich würde hier oben hin. Oh, jetzt bin ich in diese scheiß Dings reingetreten. Ach ja. Komm ich hier alleine noch raus? Okay. Oh! Mann. Keiner ist in den Ring. Kling, Flanken. Echt jetzt? Ich bin in noch eine reingelatscht. Du willst mich doch verkackeiern. Alles wartet auf Peile. Alle warten auf Peile. Alle warten auf Peile. Peile, alle auf Warten. So, Yusen, quatsch mal am besten mit denen. Ja, genau. Quatsch du mal mit den Gefährlichen oben.
One of them carved up Zoro's whole squad. So let's leave it. Rechts. Oben. Rechts. Rechts. Geh den Weg lang, oder was? Rechts. Na, rechts. Da ist ein gelber Punkt auf der Karte. Ja, wenn wir die Richtung sagen, gehen wir immer von aus, wie deine Figur guckt. Geh doch einfach nach Richtung. Rechts, da nach oben. Ja, nicht da geradeaus. Ja. Das ist links. Jusen, du hast einen gelben Punkt auf der Karte. So. Da, hier, Digga. Die habe ich gar nicht gesehen, Okay, okay, okay. Deswegen wollte ich dir ja gerade erklären, dass so wie dein Charakter guckt, rechts. Dann. Ja, moin. Ja, dazu müsste man wissen, wo rechts ist. Mm. Ja, das ist wahr. The thing's dangerous. Leave it for the goblins to kill. And if it escapes, how will you? Oh, a guest. Your skull pounds in response to the prisoner's white hot stare. Keine Komfortzone. Her lips don't move. Das hat keiner gesagt. Abbrechen. Her voice. Get rid of them. Oh, Baba, und überzeugen, geil. Eine 5, okay. Krieg hin. Mal. Oder kann auch immer was geben, lieber. Aber eine 5 krieg hin, denkt ihr? Ja. Passt schon. Hau raus, Digi. 18, okay. Wupp. Super. She's right. No one's safe if that thing goes loose. Not even us. Damn Ace! Enough. Lower the wieder da, muss man. Ready your blade. Ja, alles klar. Wir müssen jetzt kämpfen, oder was? Nein! Hör doch mal auf mit Kämpfen immer! You've but one chance. Ach doch, jetzt muss ich wirklich angreifen. Bitte, man muss ja angreifen. Na, sonst bringen sie die um, oder? Oder haben sie sie jetzt freigelassen? Ich hab nicht gelesen, verdammt! Nee, entweder... Die schießen sie ja nicht an. Also nicht sie angreifen, sondern die Tieflinge, oder was? Na, entweder wir kämpfen jetzt gegen die Tieflinge oder gegen die Olle. Nur eine oder gegen zwei? Ja, gegen die beiden, ne? Dann gegen die Tieflinge, ja. Dann let's go. No! You lying rat! Bin ja eh erst zuletzt dran, also... Ich weiß nicht, wie. Das hat schon gereicht. Alter. Ja. Ich bin ein bisschen immer mit der Waffe, ja. Also ich weiß nicht, wie ich in Vorteil komme gegen die Typen. Nun, es kommt noch zurück zu mir. Kriegt er erstmal einen fetten Zauberspruch um die Ohren, die flattert. Du stehst doch gleich neben ihm. Ja. Ich beschütze sie erstmal ein bisschen hier. Ach, warte mal. Mal Rechtsklick machen. Höllische Resistenz, Gelegenheitsangriffe. Okay. Sonst ist es ein schmächtiger Kerl, der wiegt genauso viel wie ich. Naja, verballern war mal nicht das ganze Pulver, aber ich will das hier wenigstens mal ausprobieren. Hey, was verpasst? Ja, wir mussten gerade aussuchen zwischen Kämpfen. Entweder helfen bei ihr oder den zwei komischen... Die war angreifen so. Wir haben uns dafür entschieden auf jeden Fall. Okay. Eine ist schon K.O. Jetzt noch die andere. Das andere. Dieses da. Ja, ein AP hat er noch. Ja klar. Alles gut, daneben. Alles gut. Oh, doch nicht. Okay. Ach, Fehlschlag ist ja mies. Naja, sie macht den letzten. Oder? Nee, sie ist rangegangen. Ja.
Jetzt wollten es alle wissen. Hintereinander weg. Ciao, 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 ciao. Nun mussten wir nicht gegen die kämpfen. Grows you, Warte, ich hab grad irgendwas. Du bist beim Würfeln verkackt, oder was? Oh, ich hab mein Eid gebrochen. Welchen Eid? I will be waiting for you. Oh, fuck. Na, dass ich immer den richtigen Helfer, aber in dem Fall habe ich anscheinend der falschen geholfen und deswegen habe ich meinen Paladin-Schwur gebrochen. Fuck. Aber ich bin auch Kämpfer, sorry. Ich kann doch nicht meine Natur rausbringen. Okay, hat das jetzt einen Nachteil oder wird? Ja, am Ende, wenn ich sterbe, wird er mich sehen. Also ich werde nicht ins Paradies kommen auf jeden Fall. Ich werde in die Hölle so. Steht auch neben Yusens Charakter, gebrochener Eid. Er kann keine Eid-Fokussieren-Ladung mehr nutzen. Und auch das, ja. Ist das irgendwann wieder weg oder ist es jetzt für immer so? Nee, das ist für immer so. Das ist scheiße. Ja, ja, musst du mit Leben usen. Ja, ich glaube, ich kann mich nicht mehr heilen, aber gut. Da steht, geh ins Lager. Wollen wir mal ins Lager gehen? Wir können mal ins Lager gehen, von mir aus, ja. Wo gehst du jetzt hin? Ich wollte nur gucken, was hier oben ist. Mal die Karte aufdecken. Achso. Na, ich rede gerade mit dir. You will join me. We must find a crash. Our people possess the ihre Leute haben ein Heilmittel für die Infektion, sagt sie. Fangen sie alle. You are full up. Dismiss your weakest warrior. Och, echt jetzt? Ich habe hier den Eidbrecher. Okay, ich schicke sie erstmal ins Lager, ja. Heed my words. The Horned Ones mentioned a camp. One there, this Zoru, has seen Githyanki. A crash must be near. I must interrogate this Zoru. Our very lives depend on it. I will be at your camp. Do not keep me waiting. Cool, aber sonst hätten wir doch die Quest nicht gekriegt, wenn wir sie nicht. What's inside? Jetzt waren wir die, glaube ich, eingeschüchtert und dann sind sie abgehauen. Wie seid ihr jetzt ins Camp gekommen? Durch das Lagerfeuer ganz rechts unten. Richtungen bringen mir, glaube ich, jetzt nichts, weil ich jetzt nicht weiß, was bei euch rechts unten ist. Nein, bei dir unten im Inventar, da wo deine ganzen Angriffe sind und die Zauber, die du hast, ganz rechts, neben dieser Uhr, die du hast, ist noch ein kleines Lagerfeuer. Diese Sanduhr. Alles klar. Zum Lager. Alle klar, alle klar, alle klar, alle klar. Dann sind wir auch mal da. Sehr schön. Sorry, ich bin gerade in ein Gespräch reingekullert. Der Verbannte, mit dem wollte ich mal quatschen. Ah, okay. Aber ich habe gar nicht so viel im Inventar. Ja, und den Rest werden wir bestimmt beim Händler verkaufen, was ihr jetzt nicht spielen wollt, ne? Das sind eigentlich alle Standardwaffen. Bringt eigentlich rein gar nichts. Ich habe auch nur zwei Lederrüstungen, aber das ist nicht meins. Ich habe Stoff. Alex braucht eigentlich Lederrüstung, ne? Ja, aber sind ich habe genau die gleichen, die er schon. Oh, David, du hast eine bessere Armbrust, oder? Was zu nehmen? Ich nehme Pfeil und Bogen. Ne? Nee. Ich zauber eigentlich. Mir würde eher ein neuer Stab helfen, aber noch haben wir keinen gefunden, du. Alles die Standardstäbe. Das müssen wir wohl erst weiterspielen, damit wir mal geilen Stuff finden. Im Moment ist es ja noch real. Wir haben auch unsere ganzen Beutel bei. Da kann man ja auch noch Sachen irgendwie einsortieren oder so, habe ich gehört. Ja, aber Pilot, und dadurch kann man es gerne nehmen. Also die ist ja besser als deine. Ja, ich habe die Armbrust nur dabei. Eigentlich brauche ich die nicht, aber kann ich machen. Ne, meine Armbrust ist ja besser. 4 bis 11 Schaden. Meine macht nur 2 bis 9. Hä? Na, jetzt ist die Armbrust irgendwie anders. Ich habe es natürlich rübergezogen. Ja, aber es ist trotzdem nur 2 bis 9. Ah, okay. Kann gut möglich sein. Stimmt, weil ich auf... Nee. Ist eine leichte Armbrust, ja.
Also, ich hab gedacht, wäre irgendwie halt ein Tacken besser, sowas. Nummer. Also, ich hab gerade mit dem Altbrecher hier gesprochen und der hat mir eine neue Fähigkeit gegeben. Jo. Also euch würde es jetzt nicht geben, weil wir diese Story haben, aber nice. Na cool. Können wir eigentlich unseren Scheiß hier abladen oder finden wir gleich den Händler? Glaube ich gleich den Händler. Silent. Still. The armor does not react to your presence. Gut, dann schauen wir hier mal kurz. Ich geh mal ganz kurz. Ich bin ganz kurz weg, bis gleich. Ah, in den ganzen Truhen hier sind auch Sachen drin, ne? Ah. Das ist deine Lagertruhe. Ah, okay. Thy name has been recorded. Wir verkaufen eh alles, also brauche ich hier nichts weiter machen. Bleib ich ja auch mal stehen und geh mal auf Toilette und sag mal meiner Frau, wenn du hast. A mending of the threads between life and death. Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. Oh, Alex, watch the thing. Indeed. Farewell. Wir doch wissen, was es uns kostet. Ah, wir können mit dem auch die Klasse wechseln. Ah, another. I shall be here in thy camp. For whenever thou hast need of my services. A mending of the thread. Should thou or any of thy compatriots. A matter. 200 Gold. Coin. Kostet wiederbeleben. 200 Gold, okay, krass. Und Klasse ändern 100 Gold. Oh, okay. Ja, bei dem Typen, den ich angesprochen habe, dieser Altbrecher. Der hat mir eine Fähigkeit weggenommen und dafür einfach eine nützliche gegeben, trotziges Leid. Da kann ich welche mit nekromatischen Sachen halt zum Zug verzögern. Ob das hier bringt, keine Ahnung, aber ich werde es mal ausprobieren. Mhm. Aber ist cool. Also mal ruhig mal mit den Leuten sprechen, die irgendwie eine Line zu euch haben. Die können euch vielleicht was Neues geben. No. Something's on my mind. Gut, die, I am enjoying the latest edition. Gehen wir wieder raus aus dem Lagerfeuer oder was? Pylon erwarten. Achso, der ist gerade auch nicht da. Okay, muss ich mich wohl verhört haben. Ich hab gedacht, meine Frau ist reingekommen und ich hab sie gehört. So mit O. Aber meine Energie ist nicht wirklich voll geworden, oder? Ne, dazu müssen wir ja eine kurze Rast machen. Dann wollen wir das kurz machen? Ich hab noch Punkte. Da konnte ich das nicht. Ich konnte das nicht auch irgendwie sehen. Aber wir sind gerade hier, dann können wir mal kurz eine kleine Rast machen, oder nicht? Aber nicht, wenn wir schon Punkte haben. Rast kostet ja. Also wir können nur zwei Rast pro Gebiet machen. Genau. Und Rast füllt ja nur. Kurze Rast macht 50% der Trefferpunkte nur. Und eine lange Rast können wir nur 5-mal machen und das macht halt. Trefferpunkte, Zauber und kurze Rast. Also ich würde erstmal so kämpfen, dass wir wenig Leben haben, dann würde ich die zwei kurzen Reste verbrauchen. Reste. Und dann würde ich erst eine lange Rast machen, weil dann füllen sich die kurzen wieder auf. Ja, okay, du hast recht. Wer weiß, in welche brenzliche Situation wir gleich wiederkommen. Na, und Pilot hat sogar noch zwei Zaubersprüche, das wäre ja. Jo. Ja, weil ich immer gewartet habe, ich glaube, ja, die schweren Zaubersprüche würde ich halt immer nur für die großen Bosse nehmen. Ihr könnt aber die Sachen ins Lager hier, Vorratspaket und sowas, könnt ihr alles ins Lager senden aus euren Beuteln. Du kannst auch in die Truhe dann gehen, wenn wir schon hier sind. Aber ich dachte, wir finden vielleicht gleich einen Händler, können wir alles verkaufen erstmal. Ja, aber doch nicht das, was wir fürs Lager brauchen. Was brauchen wir denn fürs Lager zum Beispiel? Naja, die hat doch David gerade gesagt. Wenn du die Lebensmittel und sowas alles, die brauchen wir für die lange Rast. Ach so.
Na gut, also Lebensmittel ab, aber alles andere kann ich ja behalten, oder? Ja, da steht dann Lagervorräte einfach. Wenn du über ein Item rübergehst, wo Lagervorräte stehen, dann schickst du das einfach ins Lager. Hat jemand gerade eine. Nee, hä? Warum haben wir jetzt nur noch 164 Lagervorräte? Weil ich meins ins Lager geschickt habe hier. Achso. In die Reisetruhe. Dieses Vorratspaket hier 40. Ja, warte. Tarne Erholung ist bei mir echt geil, Alter. Außerhalb von Kämpfen kann ich Zauberplätze regenerieren. Also das heißt doch, wenn ich jetzt nochmal zauber und danach nichts mehr habe und wir müssen noch zurücklaufen und da kommt wieder was, dann kann ich das eben mal machen und dann kann ich wenigstens in der Runde, wenn wieder Gegner da sind, wieder zaubern. Genau, kannst du aber nur einmal einsetzen, das ist ja unten wieder am Punkt, der geht dann weg. Ja, genau. Außer wenn wir das nächste Mal gerastet haben oder eine lange Rast mussten wir, glaube ich, machen. Genau. Damit das deswegen sollten wir wirklich eine lange Rast erst machen, wenn wir gar keine Spells und keine Möglichkeiten mehr haben. Genau. Gut, hier mal zurück oder was? Lager verlassen. Ja, das ist praktisch mit dem Porten. Das wäre richtig mies, wenn man laufen müsste. Oben war. Okay, ich guck nochmal hier unten, was hier noch war. Ich glaube, hier unten war. Achso, wir können mal für uns alle die Minimap Star einstellen. Dann können wir auf der Minimap sagen, oben, unten, links, rechts, weil die bleibt dann immer gleich. Oh, gerne. Ist hier dieser kleine Button, Kamera auf Charakter zentrieren? Nee. Nee, du musst in Einstellungen rein. Und also dann Option. bei Barrierefreiheit war das, glaube ich. Warte, ich guck nochmal. Kamera Button, Rotation. Ja, automatische Kamerarotation. Ist das bei Grafik oder was? Nee, das ist automatische. Das ist ja anders. Achso, okay. Schriftgröße so untertitel. Nee, ist, wenn der Kamera automatisch hinter ja, der Kamera. Genordete Minikarte bei Interface. Hier. Ja, genau, bei Interface, zweiter. Genordete Minikarte. Genau, Alex. Da. Okay. Aber das ist theoretisch, was Alex davor meinte, mit der Kamera automatisch ist, für diejenigen, die nicht dauernd mit Q und E den Bildschirm drehen wollen, ist natürlich auch praktisch, ne? Ja, na, das auch, ja. Ich mach's mal rein, sonst nehme ich es nachher wieder raus. Wie heißt das noch gleich? Welches jetzt von beiden? Kamera-Rotation. Das ist bei Interface, ja? Okay, ich hab gedacht, jetzt dreht sich das mit. David, nee, nur wenn du im Kampf bist oder irgendwo durchgehst. Ach so. David, machst du das mal mit den beiden? Ich habe gerade eine Schaufel gefunden und geh mal da die Haufen hinten noch durchsuchen. Doch, geschissen. Ich bleib so, wie es ist. Na gut, nicht weiter rein, Leute. Leute. Wieso denn nicht? Ist doch hier schon. Ja, weil Alex ganz weit hinten ist. Aber hier ist doch jetzt kein Kampf, oder? Na, weiß man nie. Mal vorsichtig vorangehen. Die sind hier schon mal lang. Okay, da hinten sind Gegner, hinten rechts. Ja. Naja, hier sind die jetzt nicht mehr weiterlaufen, das ist richtig. Ja. Dann können wir auch da nicht vorbei, weil dann könnten sie uns sehen. Der Kampf. Nein, letztens waren wir bei dem Kampf, da können wir gerne mal hingehen. Nice. Ach nee, ist ein Pfeil. Ah, da kommen wir hier. Ah, alle klar. Oh, ich dachte, ich habe gerade einen richtig krassen Stab gefunden für dich. Horde. Oh. Mal, wo stehen die denn? Die stehen hier unten vorm Tor. Falls wir die angreifen wollen, ich würde mich hier oben auf die Klippe stellen wollen. Falls jemand den Kampf antriggern will. Ja, bleib mal entspannt, aber eigentlich will ich erstmal mit denen reden. Soll ich mit denen reden? Das sind ja Kämpfer so weg. Also stelle ich mich schon mal oben auf den Na, da kommen doch gleich Goblins. Nicht mit dem reden. Da kommt doch gleich der Kampf. Ja. Oh fuck. Bin wo reingelaufen, war. Ah, Pyla ist im Kampf. Nee, es passiert noch nichts. Oh. Wenn ihr da jetzt kämpft, müsst ihr erstmal ohne mich zurechtkommen. Alles gut, Digi. Es passiert ja nichts weiter. Die Figuren sind jetzt bloß bei mir nicht mehr durchsichtig und ich kann die von ganz weit hinten cursern und sehe schon, dass ich mit denen reden kann. Mehr ist nicht. Okay.
Ja, ich würde unten lang laufen. Mach das, ich will bloß auf dem Berg sein, weil wenn hier jetzt gleich unten noch Gegner mit erscheinen, oder das ist ganz gut. Nämlich, oder ich habe gelesen, als Magier hat man nämlich einen Vorteil, wenn man auf erhöhten Positionen steht. Oder will deswegen jemand ist später reden? Dieser Teleportieren auch sehr, sehr wichtig. Mach doch redet mal, ich warte hier oben. Okay. Irgendjemand ist gerade im Gespräch, keine Ahnung wer. Ich glaube ich, ja. Oder? Obwohl ich gar nichts gedrückt habe. Ne, du bist ins Gebiet gelaufen. Genau. Weil da oben aber sind Alex war jetzt da. Na, noch nicht wirklich. Oh, gut. Alles ist doch gerade da unten. Aber ich kann dir auf jeden Fall helfen mit den Goblins, die da oben gleich kommen bei dir. Na, dann will ich mal kurz spurten ein bisschen. Warum sagt das keiner? Ich sag die ganze Zeit, ich stell mich nach da oben. Ja, umso näher du ran bist, Dicker, ist ja klar, dass du da mehr im Geschehen bist. Nee, dass mir jemand sagt, wenn ich sage, ich laufe da nach oben, dass da die Goblins spawnen. Weil beide völlig verpeilt sind, das haben wir doch letztens schon das Gespräch. Ah. Ich habe aber in Fähigkeiten drin. Ich habe nicht gesehen, wo er hingelaufen ist. Ah. Aber wenn ich dreimal was sage, dann muss man nicht drauf hören, oder wie? Ich habe gesagt, du sollst nicht weiterlaufen wegen dem Kampf da oben. Es geht mir nicht um den Kampf, David. Es geht mir darum, dass ich an diese Position gehen wollte, das dreimal gesagt habe und keiner gesagt hat, geh lieber nicht da hoch. Ich bin da. Zack. Ist der tot? Ja. 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 Sehr gut. So, Nummer 1 habe ich für dich geklärt. Sehr schön. Alter, bei mir dauert es ja noch 100. Wo ist Emich? Klaffende Wunde. Aber die sind richtig gut, Alter. Aber jetzt weiß ich, dass man wirklich extrem weit wegstehen muss. Habe ich ja auch wieder was gelernt. Auch eine Aktion. Guter Schuss, David. Oh fuck, der hat noch mehr wahrscheinlich. Yep. Aber das könnte auch eher Verstärkung sein, der gehört doch zu den Grünen da unten, oder? Das kann auch sein, ja. Ja, stimmt. Ich heute noch mal einen Angriff machen darf? Okay. Na, frag mich mal, Alter. Ich bin erst nach den 1000 Gegnern. Ist ein bisschen weit weg. Obwohl, die beiden kann ich erwischen, ohne einen anderen zu erwischen. Dann versuche ich mal mein Glück. Was machen wir? Machen wir erstmal einfach nur fett? Oder packe gleich mal ein dicke Ding aus? Ich packe mal ein dicke Ding aus. Musst du aber gucken, alles, was im Radius ist, kriegt Schaden, oder wird? Ja, genau. Okay. Nee, okay, dann machen wir den Trickshot. Wenn einer Feuer machen kann, ich muss jetzt leider eine Runde warten, dann könnt ihr da mal gerne ein Feuerchen drauf schießen oder werfen oder wie auch immer. Geh nicht so weit nach da unten. Oder nicht, bleib mal stehen. Damit ich den hinteren auch noch erwische, weißt du? Weil das waren leider über 20 Meter und Maximalradius ist bei mir 18. Obwohl doch mein Nahkampf ist Feuer, aber dann zünde ich mich, glaube ich, selber an. Ich weiß nicht, ob ich die feste Kamera gut finde. Ich glaube, die mache ich wieder aus. So, Yuzi, dann komm mal nach vorne gerannt. Kannst doch Spurten drücken. Ich weiß nicht, ob du dann weiterrennen kannst. Ja, aber dann kann er nicht mal angreifen. Naja, aber ist ja egal. Er muss ja eh erstmal bis rankommen. Schafft er ja nicht. Wir sind auf einer Höhe. Ist er jetzt beendet? Ja. Schön.
den Magier zu mir lockt. Alex ist dran. Don't want to draw any attention. Don't mind if I do. Hm. To find a way forward. Ab wann sieht man denn die Schwächen von den Gegnern? Oder haben die so gut wie keine? Die haben keine. Wir haben keine Resistenzen. Wir haben unten ein paar Effekte. Das ja, so. Ist ja Anfang des Spiels. Jetzt sind ja hier auch alle noch Billobobs. Ja. Goblins. Der hat aufs Maul gekriegt. Genau da. Ich hoffe ja, dass ich diese große Kreatur in meinen Fettfilm locken kann. Das wäre Porno. Gib's dem Magier, David. 13 Leben hat er. Scheiße! Nice. Ey, kritischer Fehlschlag. Wie schlecht hat er denn Bogenschießen? Dann soll er den Bogen wegpacken und was anderes nehmen oder die Armbrust. Cool. Kritischer Fehlschlag. Okay. Soll ich erstmal den Zauberer unter uns fertig machen? Jo. Und wie hat er noch? 13. Überleg, was ich mache. Na komm, guck auch mal. Oder du hast den Walk erstmal fertig machen können mit 6. Oh, alles gut. Ja, ich hab ihn ja jetzt erstmal im Griff. Will ist ja auch noch dran jetzt nach Peiler. Richtig. Und solange wie ich mit dem Dude verbunden bin, kriegt er auch nach jedem Zug seines Zuges oder so Schaden. Mach mal Zug bei Peilerus. Mhm. Okay, krass. Ja, der geht ab. Hier, so kannst du auch aber mal was machen. Der killt gleich unsere vielleicht Freunde. Mit dem Zauberer oder was meinst du? Hm. Wie gesagt, der hängt ja auch. Also, ihr könnt noch bis auf 1 runterhauen oder versuchen. Aber ja, stimmt schon. Wo soll Jusen sonst denn rennen? Nicht in die Fettpfütze laufen, ja, Jusen? Was denn für eine Fettpfütze? Ich sehe keine. Dubaha, was steht hier rechts? Fett sieht aus wie Schlamm. Was redet denn überhaupt? Ich sehe aber kein Fett, Dicker, sorry. Na, also genau vor dir ein paar Meter ist eine riesige Fettpfütze. Wenn du mit deiner Maus drüber hier steht da Fett. Da wo eine tote Goblin-Schläger ist. Ein Stück rechts von dir. Man sieht es nur leicht. Aber man okay, ich gehe einfach den Rasenweg lang, dann ist okay. Ja. Naja. Er braucht ja bloß mit der Maus drüber gehen. Wenn er drauf habert, steht da fett und dann sieht er die Pfütze. Nein, soll ich dir kurz... Komm, hier, guck bei Discord, Digga. Nee, alles gut, dann ist es so. Ich sag ja schon nicht mehr. Hier, komm, guck. Siehst du da eine Fettpfütze bei mir? Ja, sehe ich. Minus beige. Ja, sehe ich. Sogar mit Minifenster. Siehst du hier eine Fettpfütze? Bei der rechts. Ja. Ah. Ach, das ganze Gebiet, okay. Okay. Gut, das wissen wir's. Ja, sorry, das sah für mich so aus wie die Erde einfach drunter, sorry. Deswegen habe ich ja gesagt, du sollst drüber hovern mit der Maus, aber... Ja, ist ja egal. Aber jetzt weißt du, wie eine Fettpfütze aussieht, dann weißt du es fürs nächste Mal, weil die werde ich wohl öfter machen. Okay. Weil die kann ich anzünden und der Gegner, wenn die können drin ausrutschen und so eine Scheiße. Deswegen nicht reinlaufen. Sonst rutscht ihr noch aus. Und das ist scheiße. Ihr könnt da zum Teil dann komplett auf dem Boden liegen. Und dann seid ihr wirklich sehr doll angreifbar.
David hat ihn gekillt. Einer übrig. Jetzt trifft er mal. Beiler ist dran. Ist nur noch der Einzelne da hinten. Musst du gut zielen. Vier. Na, das sollte ich doch hinkriegen. 16. 30%ige Chance. Ich muss wohl doch ein Stück dichter ranlaufen. Wie kann ich denn das Schießen abbrechen? Rechtsklick. Rechtsklick. Oder unten X. Ah, alles klar. Aber besonders viel laufen kann ich eh nicht. Mal kann ich vielleicht weiter springen? Nee, bringt auch nichts. Die Höhenmeter zählen ja leider mit. Ja, immerhin. Bisschen bessere Chance. Drei. Natürlich nur drei. Ja, du willst ist ja jetzt auch mal da. Klar, er macht einen Fehlschlag. Na, das ist gut. Ah, hauen weg. Ein HP. Ich kann da nicht hinrennen, Leute. Naja, ich kann da höchstens ein bisschen näher ranrennen. Hä? Du hast doch eine Fernkampfwaffe, oder nicht? Ja, klar, aber ich muss erstmal ein bisschen näher ran, würde ich sagen. Naja, mach doch. Ich bin ja auch noch dran nach dir. Machst du was? Ja, ich muss erstmal überlegen, Dicky. Fehlschlag, wow. Halt keine gute Schützin. Beende einfach den Zug, ich mach schon. Mann, ja, ist doch okay. Komm, zeig, was du kannst, Alter. Das ist auch ein Fehlschlag. Ach komm. Er weicht allen jetzt nur noch aus. So macht man das, Shaolin. Okay, das wusste ich ja gar nicht. Na klar, er muss. Dafür kriegt er auch gleich. Alter! Ganz ehrlich! Shaolin hast du verdient. Das hast du einfach verdient, fand ich. Leben hat Alex noch. Okay. Bin ich wieder cool. Voll. Ja, jetzt ist er wieder voll. Der, ja, weil der Dude ihn auch mitgeheilt hat. Das ist ja cool. Das war der Plan. Ja, ja genau. Jetzt tut er wieder aber, so. Aber doch nicht. Wenn David jetzt ohne trifft, da kommt ein riesen Kombo hintereinander. Ach, nee, trifft auch nicht. Ich glaube, wenn der Typ kurz vorm Abnippeln ist, dann wird er ganz athletisch. Ah. Ziemlich krasser Dude, ja. Oh. Irgendjemand muss ja mal treffen. Oh, ja, ich bin bei Pile A. Okay. Yo, und das hat dich gekillt, glaube ich. Inside, all of you, more may follow. Open the gate! Ah, ich hab keinen Schaden. Hast du ein Glück? Doch zwei. Alter, ein Morgenstern. Hat er die Leichen ungleich geplündert, oder? Ein Schild haben wir auch. Goblin-Krummsäbel. Anscheinend nicht. Nee. Ich habe einen neuen Bogen gefunden, aber ich glaube, den habt ihr schon. Ich habe auch einen neuen Bogen gefunden. Goblin-Bogen, 2 bis 7. Meiner macht 2 bis 9, okay. Hier oben einer noch gelootet? Ja, habe ich gerade gemacht, Pyros. Okay, jetzt klettert sie schon hoch.